Wir haben hier den Samsung E6 E-Book Reader mit einem 6 Zoll E-Ink Display und meines Wissens als ersten E-Book Reader mit einem Starter-Mechanismus hier. So geht der E-Book Reader auf. Haben darüber hinaus die Möglichkeit, den Reader mit einem Stylus zu bedienen, mit einem elektromagnetischen Eingabestift und hier unten dann eben auf Slider war sozusagen ein paar weitere Bedienungstasten und hier oben ganz klassisch die Blättertasten. Ich navigiere hier mal in ein Buch rein. Am besten natürlich mit dem Stylus hier, geht am schnellsten. Hab dann hier ja, sozusagen die Bedienungsanleitung auf Koreanisch. Und blättere hier noch ein bisschen behäbig mit diesen Tasten hier unten vor. Kann darüber hinaus den Stylus dazu verwenden. Alles noch ein bisschen frickelig und unpräzise, allerdings ist es noch ein Prototype. Insofern denke ich, wird die finale Version dann ein bisschen fixer und störungsfreier laufen. Was jetzt aber schon möglich ist, ist die Möglichkeit, hier Text zu markieren. Wie man es ja auch vom Sony Reader Touch Edition kennt, herauszukopieren, hier unten als Wörterbuch anzeigen zu lassen, als Übersetzung anzeigen zu lassen, sehe ich hier gerade sehr praktisch. Und mir den Text auch vorlesen zu lassen. Was ansonsten nur zum Beispiel der Amazon Kindle 2 unterstützt, ist eben hier auch möglich, eine Text-to-Speech-Funktion. Also ein Hörbuch sozusagen, wo mir der Text von der Computerstimme vorgelesen wird. Dafür gibt es hier zum unten zum einen Stereo-Boxen, sowie aber auch einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss zur Navigation. Ich gehe mal zurück ins Hauptmenü. Wir sehen hier einen Bookstore, einen E-Bookstore, der im Moment nicht funktioniert, weil er halt einfach noch nicht eingerichtet ist und weil es noch keine Content-Partner gibt dafür, die Samsung aber sucht und zum Launch des Geräts in Deutschland Anfang Mai auf jeden Fall schon verfügbar haben möchte. Also es soll dann die Möglichkeit geben, wireless über diesen Device hier Literatur zu kaufen. Natürlich nur ein Reichweite ins WLAN-Hotspot, wie hier vorhanden, aber es gibt eben noch keinen E-Book-Store, auf den hier zugegriffen werden kann. Also gehe ich erstmal zurück. Es gibt keinen offenen Webbrowser, leider, sondern eben nur hier einen integrierten E-Book-Store und die Möglichkeit, sich auf ein Newspaper hier anzeigen und herunterladen zu lassen. Was sicherlich aber bei dem Modell hier, bei dem 9,7 Zoller, noch ein bisschen mehr Sinn ergibt. Einfach durch das größere Display, was die komfortable Anzeige großformatiger Inhalte erlaubt. Darüber hinaus haben wir eine Notes-Funktion, einen Kalender, Dictionary, wie gesagt, Wörterbuch, Phrasenbuch, haben einen integrierten MP3-Player und die Möglichkeit, uns Bilder anzeigen zu lassen. Samsung E60 E-Book Reader, wie gesagt, 6 Zoll Display, schicker Slider-Mechanismus, schickes Äußeres, gefällt mir gut. Hat auf jeden Fall was weniger Technisches als die meisten anderen verfügbaren E-Book-Lesegeräte. Fühlt sich auch wertig an, obwohl aus Plastik. Erhältlich ab, wie gesagt, Anfang Mai 2010 in Deutschland. Kostenpunkt soll so um die 329 Euro liegen.